okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Da vorne ist Ende im Gelände. Es ist erst Frühling. Ah, der Typ, der gerade mit dem Kopf quaggelt. Revolver-Muni, geil. Pfeil. Wenn wir das schon immer so oft benutzen. Da kommt er eh nicht drüber. Hospital Tunnel Ventilation System. Geht es überhaupt durch? Oh shit. Hey, Moment einmal. Hab ich jetzt gekillt oder nicht? Ist da bloß die Kruste abgefallen? Weil der bewegt sich nämlich nicht mehr, hä? Ich glaube, der ist down. Hä? Ich probier's jetzt einmal. Und noch eine versperrte Tür. Ah. Jetzt, ich nehme mal lieber schon mal die Shotgun. Ich weiß jetzt nicht, ob der down ist oder nicht. Auf jeden Fall, der Kreis ist nicht mehr da, dass er auf den Gegner aimt. Okay. Weil das ist hoch. Wenn Joel 1,80, 1,90 ist, sind es da oben 3,50. Oder sogar mehr. Aber er steht echt nicht mehr auf, ne? Hat sich schon zu ihm hingedreht, ne? Keine Ahnung. Tada! Mal guck mal, ich krieg sogar mal einen Pfeil, bitte. Den habe ich mal richtig von seiner Box geschossen. Nice. Oh, da gibt's eine Werkbank. Warum? Jetzt eine Werkbank. Ich habe nicht mal Teile gefunden. 25, ja moin. Bände gibt's da bloß. Manchmal geht's hier weiter und gibt doch irgendwo Teile. Weil ich sehe doch schon mal nach links. Und das könnte eine Messertür. Na bitte. Oh, da drin wächst Weed. 50er Brett. Nice. Alles voll, ey. Ist ja auch kein Wunder. Weil du bist hier gerade schon ziemlich voll geschissen. Das sind bloß Bände und Zucker. Zucker brauchen wir ja eigentlich so. Also ich bräuchte es jetzt nicht. Also es gibt wahrscheinlich irgendeine sinnvolle Taktik, wie man mit der Rauchbombe umgeht. Ich mag es bloß, wenn ich es irgendwie einsetzen kann, dass man es auch mal sieht. Der Typ wird ganz schön zerfickt. Alkohol dabei. Okay, dann schauen wir mal, was wir uns herstellen können. Ein Messer wahrscheinlich. Moment mal. Kann man die Bänder gleich mitnehmen? Wo waren sie denn gelegen? Da, ein ganzes Band. Sicherheitsblick für Schere. Das war bloß ein Muni. Das müsste es gewesen sein. Dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Okay. Jagdgewehrhammer. Schaden, Alter, wer macht denn das? Also das geht schon so gut genug. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Schrot. War die Reichweite gerade ziemlich schlecht und der Schaden war auch nicht gut auf die Reichweite. Also wenn der möchte 50 Stunden machen, wir haben 101. Also wir können 2x 50 machen. Streuung hätten wir hier unten 40. El Diablo hätten wir 50 Magazin. Die habe ich eh noch nicht so oft benutzt. Ich glaube, die hat schon zwei Schuss, ne? Panzerbrechend. Aber das Jagdgewehr geabt. Ich mache mal hier Reichweite. Ich weiß nicht, weil ich habe die Shotgun noch ein öfter benutzen. Jetzt haben wir noch ein 50er Paket. Magazin. Haben wir, glaube ich, sogar 6 oder 7 Shots. Schussfolge Shorty. Ist im Endeffekt auch die Shotgun. Mach lieber die El Diablo. Mach Magazin. Da habe ich ja nichts mehr. Aber trotzdem, man sieht noch, wie viel ich noch upgraden müsste. Wenn ich alles habe. Also ich glaube jetzt mal, dass ich jetzt noch 5, 6, 700 Teile finde. Das ist schon krass. Also du schaffst es gar nicht alles zu machen. Gut, das brauchen wir sicher nicht. Ich mache hier nochmal ein Magazin. Brauchen wir nicht, dann mache ich lieber Shorty. Oder ich wechsle auf die Shorty dann und mache da dann dafür Streuung. Ich
Scheiß drauf. Ja, das ist gut. Heißt, wir können erstmal die Shorty durchladen auf den dritten Schuss. Der Lacker Shorty Muni, ne? Das war normale Pistole und das war Jagdgewehr, ne? Ja. Messer haben wir wieder. Sieh mal! Da ist es! Jawohl. Ich seh's. Boys. Oh, oh, guck mal den Vent oben an. Ja, moin. Und das ist der andere, der dreht sich sogar noch leicht. Wahrscheinlich der Wind, weil das Ding, wenn sich jetzt noch leicht drehen würde. Ja, moin. Oh, oh, und durch da noch einer. Warte mal. Moment, soll der... Nee. Ah, Gott, andere Raupen. Nein. Ich mag sowas doch nicht. Erstmal dann überschwimmen. Sind das Fische? Alter, als ob ich da hin muss. Nein, runter. What the hell bin ich denn jetzt schon wieder? Nicht schon wieder so Untergrundgebiet jetzt, wie wir es schon mal hatten. Da hoch. Das wäre jetzt ja... Moment, muss ich da hoch? Ich muss da hoch, pass auf. Ja, okay, das wäre der erste richtige Weg und das ist im Endeffekt der Weg, wo wir hin müssen. Über das Ventilation System. Ich frage, was machen wir eigentlich da oben? Das gerade schon mal jetzt er selber, da habe ich jetzt mal nichts mit zu tun gehabt. Oh. Ach so, Palette wahrscheinlich, habt ihr aber nicht gesehen. Oh Gott. City Water, jawohl. Loot. Nope. Ja, super. Okay, los, bring ich mit. Kommen wir dann darüber mit dem riesen fetten Hechtsprung von da nach da? Oder wie stellen wir uns das dann vor? Das wäre ja soweit geklärt, da kommen wir ja easy hin. Werden wir schon sehen. Keine Ahnung. Hab zumindest jetzt noch nichts gesehen, wie wir da hinkommen. Vielleicht liegt da oben mal Leiter oder Brett oder keine Ahnung. Okay, hör auf da. Oh. Okay, gut. Ich bin drauf. Ich denke immer, die sauft mir gleich ab, hey. Vorsichtig. Wenn ich das so schnell mache. Ich hab dich. Ist der das sicher? Da hoch? Tatsächlich, oder? Jawohl. So, wir schauen jetzt einfach mal, was sie macht. Da ist eine Leiter, Alter. Ah, jawohl. Das sieht man natürlich direkt. Hätte ich ihn auch runterschießen können? Das ist so eine Leiter, die mag ich immer gar nicht, ey. Wo die Sprossen nicht frei sind. Oh! Prost. Verdammte Leiter ist hin. Jetzt haben wir unser Brett. Ich überlege mir was. Nein, jetzt... Ach komm, es kann nur so gehen, oder? Ich muss dann nochmal durchtauchen. Aber ich glaube, ich kann die nicht ins Wasser schmeißen. Jetzt muss ich dann nochmal rum. Jetzt weiß ich wenigstens den Weg. Hallo? Hä? Ach, tauchen war Kreis. Und X war hochtauchen. Steuerungsmaster ist wieder am Start. Gibt's hier noch was? Wäre lustig, wenn da eine Messertür wäre, ey. Ich würde sowas von absaufen. Ich bin schon wieder eine Stunde, hey, echt jetzt? Ja, egal. Also fast eine Stunde. So, gut, dann gehen wir da nochmal hoch. Ah, ich weiß ja, wenn natürlich Revolver Schaden geabt werden könnte, was nicht geht, dann möchte ich das natürlich machen, weil Revolver ist schon geil. Schussfolge, es geht. Du reicht eigentlich, wenn du alles ein-, zweimal machst, dann passt das vollkommen. Ich habe mich bei der Shotgun. Wie viel Schuss sind es? 7?
Reicht locker. Ich glaube, die waren mal auf 4 ganz am Anfang, als wir Ellie gespielt haben, hatten wir bloß 4 Shots. Muss ich jetzt da durch? Nee, hä? Komme ich da von der anderen Seite hin? Also dreimal geabtes Magazin. Passt. So, jetzt nehmen wir die nämlich leider auf. Geht tatsächlich. Drücken zum Fallen lassen stand da gerade. Oder ist das fallen lassen? Das ist das fallen lassen. Ah, okay, über dem Wasser ging es nämlich gerade nicht. Wenn jetzt dann über. Und platzieren. Oh, okay. Gute Idee. Reicht natürlich genau. Hätte wahrscheinlich auch ins Wasser stellen können, auf den Vent drauf und dann drüber. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie schwer so eine Leiter ist. Also so eine. Weil es ist noch mehr Metall wie andere normale. Okay, gut, da oben war die Leiter. Wir reifen weiter. Wir sind immer noch im Tunnelsystem oder jetzt mittlerweile im Ventilation System. Und oh Gott, das ist. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Da üben war gerade komplette Ruhe und hier ist gerade so Party hart. Gottes Willen, Alter. Wir machen unser Bestes. Muss ich da rennen vielleicht? Keine Ahnung, ob das gerade so sein musste, aber ich habe wirklich X gedrückt. Okay, da hoch, damit kennen wir uns ja aus. Oh, Cutscene. Okay. Na komm, bring. Glaube ich. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Das muss ich mal gebrauchen. Nichts wie runter von diesem Ding. Doch, gar Cutscene. Okay. Und frage ich, warum ist das so reißendes Wasser? Hey. Auf der anderen Seite war gar nichts. Okay, warum rennt sie jetzt vor? Weil Joel gesagt hat, er geht vor. Da oben ist das. Aber oh, wir sind genau nebendran. St. Mary's Hospital. Warte mal. Da. Oh, what the hell? Grad bleiben. Bleib da. Renn. Nein, Joel! Cutscene, keine Ahnung. Okay. Was muss ich jetzt machen, Alter? Oh Gott, halt dich da! Ha! Oh Gott, komm. Nein! Oh, voll auf den Schädel, Alter. Oh oh. Komm ich jetzt da raus? Ich komm das noch nicht durch. Mach doch was! Ich sehe nix! Ich glaube, ich gehe drauf, ne? Da vorne ist doch Ende, Alter. Oh komm, ich hab keine Luft mehr. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen. Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft?
Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. So lang. Was soll der Scheiß? Geh weiter! Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon! Wo? Wo? Oben den Gang runter. Mama! Und damit willkommen im Hospital. Gott, Alter, ey. Können doch nicht so viel auf einmal. Beide down. Also, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass der Cordyceps in Ellies Gehirn mutiert ist und natürlich, wenn die jetzt operieren, ist es ja quasi logisch. Oh fucking hell, ich wollte da gerade raus. Dass sie das zu 98% überlebt. Ich meine, eigentlich wird es ja reichen, mit ihr kleines Stückbus rausschneiden. Je nachdem, wie groß das Ding ist. Oh, du kommst da nicht rein. Oh, lol.
kommst du auf Fenster her? Oh, der hat ihm seinen Arm zerfickt. Das war der. Kann ich sehen, dass man da rumlaufen kann. Auf jeden Fall, wir sind im Krankenhaus, haben natürlich Spaß mit unseren Freunden in Fireflies. Da vorne haben wir gerade unseren Typ gekillt. Da kommt er doch wieder. Was? Ich dachte, ich habe gerade beide hintereinander gekillt, Alter. Oh. Also Durchschuss. Aber ich habe den auf jeden Fall angeschossen. Marlene will, dass Ellie drauf geht. Nach ihrer These jetzt einfach mal, oder nach meiner These, dass Ellie auf jeden Fall drauf gehen würde, wenn sie es operieren. Warum aber. Ja, okay, ist egal. Das bauen wir jetzt mal lieber nicht weiter aus. Diese. Das ist ein. Ja moin, M4, M16. Frag mich nicht, was das genau ist. Bin aber eigentlich mit beim Jagdgewehr echt gut zufrieden. Also ich weiß gar nicht, ob ich die benutzen werde. Oder als Shotgun. Also du kannst hier auf jeden Fall verdammt viel rumsneaken. Und wir müssen zum Operationssaal. Machen wir lieber auf Shotgun, ja, dass da jetzt irgendwie einer gleich kommt, ey, und uns wegnudelt. Habe ich was gebraucht? Ich habe ein Ding gemacht, ne? Trotzdem alles voll. Moment, da lag doch gerade was. Hey, ach, Flasche. Das war gerade unser Bett. Ich laufe mal lieber links rum. Weil da war ich schon. Was ist denn das? Ein Kernspinn? Spinn ich jetzt? Was habe ich denn da gerade gemacht, ey? Die Muni voll, das war sein Arm. Da liegt Muni, das war die Nagelbombe, oh El Diablo. Haben wir ja geerbt, ja guck mal nochmal 30 davon. Vom MG. Das ist voll, auf dem Klo ist nix. Man hat ja ganz gut gesehen, dass die alle Taschenlampe angehabt haben, das können sogar echt einiges erleichtern, weil hier ist so verwinkelt. Da hinten links. Rechts war's. So, war wieder eng, Alter. Das war dein letzter Schuss, mein Freund. Das ist auch wurscht, ob ich. Wohl, hat er jetzt einen Helm aufgehabt wegen panzerbrechender Muni oder nicht? Weil dann hat es entweder den Unterschied gemacht oder nicht. Ist echt ein guter Spot hier hinten, ey. Oh ja, guck mal. Da ist nochmal richtig geil Scheiß. Alter.
sind die Augen einfach zugeklappt und der Helm ist weggeflogen. Ne, es ist was. Okay, ich dachte, es ist ein Gegner. Oh, what? Das sind Röntgenbilder. Moment mal, warum sind es so viele auf einmal? Alter, wie ist dem sein Schädel einfach zerfickt? Boah, jetzt ist ja fast das hier Shot-Combination hier, ey. Alter, Fall, ich hab bloß noch 3 Schuss, muss sau aufpassen jetzt mal langsam hier. Okay, Alter. Und jetzt hier daher. War eigentlich ein wenig ein Cheater-Shot, weil ich dürfte man den gar nicht sehen. Wegen durch den Kühlschrank geschossen. Das war's doch jetzt, oder? Okay. Ich glaube, auf die Musik, die gerade im Hintergrund kommt, wurde ich schon mal. Muss ich schon mal muten, deswegen muss ich ein wenig drüber reden. Okay. Wir haben vorne Röntgenbilder gesehen. Bin ich gespannt, ob und was man auf denen sieht. Hier war gerade der CT und hier sind die Bilder schon dazu. Also wahrscheinlich, ich sagte, ich vermisse ja noch immer Abu. 5 Pillen bekommen. Nicht mal auf die. Als ob mir so viele Pillen dann fehlen. Ist es gar nicht gewollt, dass man alles upgraden kann? Okay, warte, das ist aber nicht der Pilz, ne? Das ist einfach Gelenk, Brust. Brustbereich, Hals, Arm. Auch wieder Halsbereich, Finger. Hm. Ich dachte, jetzt sieht man da die Pilzinfektion, aber nee. Der Hell. Oh Gott! Oh Gott! Doch, das war's. Jetzt probieren wir mal was. Scheiße, Witter, ey, den gleichen Fehler gemacht. Also Headshot wurde angezeigt, aber war es das auch? Ich hätte schießen sollen, fucking hell, ey. Ja, auch ist immer noch da, hey. Was ist denn da los? Shotgun habe ich noch ein wenig. Den hat es aber voll zerrissen. Hinten schleicht er rum. Kann was. Scheiße, kann die Waffe was. Das ist unser Schatten, nicht erschrecken. Warum auch immer, ich dachte, kurzer Typ hat 6 Finger. Da liegt noch was. Komm, El Diablo. Ach, die haben ja nur das LMG. Also, was ist LMG? Das Sturmgewehr. Stimmt. Bände, Flammenwerfer. Schön und gut, aber brauchen wir das? Wir sind ziemlich weit. Ich bin voll mit dem Ding. Soll ich das da mal probieren? Mich interessiert es ja selber. Ich probiere das da mal. Nein, das ist der Flammenwerfer. Scheiße. Wie sieht das denn nochmal dafür? So, und X. 85 und das Ding ist voll. Ist nicht mal durchgeladen. 25er Magazin war das erste. Stimmt. Und 30 gehen natürlich rein. Flasche haben wir gerade gebraucht.
Ich habe wieder meinen üblichen Standarddruss. Ich sink einfach ab. Das müssen wir ja 5 Schuss mitnehmen. Wir können aber nämlich 90. Jop. Frage ist, gibt es hier noch eine Messertür oder nicht? Weil wir sind halt gefühlt ziemlich weit. Bei der OP-Saal war der nicht ein Stockwerk weiter oben. Ich will dazu nochmal kurz hier. War das gerade so ein ich werde entdeckt Geräusch, was der Scheinwerfer. Okay, das war der Scheinwerfer, schätze ich mal. Waren wir hier drin? Ja, ne? Ja, war der Vorhang. Okay, gut, machen wir ein wenig Sturmgewehr-Action.